Schönen guten Tag und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie hören und sehen den ING Markets Chartflash für Montag, den 7. Dezember. Mein Name ist Ronald Gerd, ich bin Analyst bei börsedaily.de. Thema: der DAX, der den Gegenangriff wagt. Nach den kräftigen Verlusten vom Donnerstag gab es ja am Freitag einen Stabilisierungsversuch. Nun kommt die Gegenbewegung, die an und für sich ja schon am Abend des Freitags im Zuge einer Rede von Mario Draghi in New York begonnen hatte, als er betonte, was er eigentlich schon am Donnerstag gesagt hatte, was aber da in der Verkaufspanik unterging, nämlich, dass die EZB jederzeit alle Register ziehen würde, um die nötigen Ziele zu erreichen und das auch ohne Limitierung. Sprich, man könnte grundsätzlich auch das Aufblasen des Volumens der Anleihekäufe seitens der EZB jederzeit noch als Maßnahme nachschieben. Das hat die US-Börsen in Wallung versetzt und dementsprechend versucht man heute die Kursgewinne, die am Freitagabend, wie hier im 15-Minuten-Chart des DAX Future zu sehen, entstanden sind. Hier, das war der Augenblick, wo Draghis Rede wirkte, dass man die noch ausbaut. Nun, das gelingt für den Moment. Der DAX liegt in Relation zum Xetra-Closing vom Freitag 17.30 Uhr 200 Punkte bei 10.953 vorne. Und das ist schon mal nicht übel. Aber es ist noch nicht genug. Sehen wir uns das hier im Tageschart an. Die entscheidenden Widerstände sind neben der momentan kurzfristig überwundenen April-Abwärtstrendlinie vor allem die 20-Tage-Linie im Bereich 11.010 Punkte und bei 11.080 Zählern die 200-Tage-Linie. Da müsste er auch noch durch. Und das ist noch ein gut Stück des Weges. Immerhin noch um die 120 Punkte, die er nach oben laufen müsste, um dann allerdings nicht nur einen guten Teil der Verluste des Donnerstags aufgeholt zu haben, sondern dann hätte er auch einen Morningstar aufs Parkett gelegt. Das heißt, eine Trendwendeformation im Candlestick-Chart, lange rote Kerze, Doji und eine weiße Kerze hinterher. Das wäre dann natürlich durchaus eine Basis für den Start zu einer Jahresendrallye, die man Ende vergangener Woche ja eigentlich schon abgeschrieben hatte. Aber das muss eben auch erst einmal gelingen. Bislang sind die Umsätze überschaubar und man muss jetzt erstmal abwarten, ob die US-Börsen deren Kursgewinne, die ja sehr stattlich waren, vom Freitag auch tatsächlich ausbauen oder auch nur wenigstens halten können. Denn positiv ist, was für die Amerikaner momentan negativ ist, nämlich, dass der Euro wieder zurückkommt. Momentan bei 1,0825 sehen wir uns gleich auch noch an. Das könnte dazu führen, dass die Wall Street ein bisschen pausiert, Gewinne mitnimmt und das den DAX in seinem Anstieg hemmt. Und er braucht auch Schützenhilfe vom Eurostoxx 50. Der hat zwar die Supportzone 3279, 3325, wie hier zu sehen, tadellos am Freitag verteidigt. Aber er ist von 20- und 200-Tage-Linie noch weiter weg als der DAX selbst. Ist ja über die 200-Tage-Linie nur ganz knapp, ganz kurz hinausgekommen, um dann dort wieder abzudrehen. Auch auf Höhe eines Fibonacci-Retracements, was wir hier nicht mit drin haben, auch auf Höhe des Juli-Zwischentiefs bei 3513 und unterhalb der April-Abwärtstrendlinie, welche der Eurostoxx 50 im Gegensatz zum DAX ja nie hatte überwinden können. Wenn der nicht mitzieht, kann der DAX nicht weit kommen. So gesehen bleibt es dabei. Wir brauchen charttechnische Fakten, positive charttechnische Fakten. Vorher ist da hinsichtlich eines Long-Einstiegs einfach die Basis nicht gegeben. Es bliebe bei einem Stop-Loss bei 11.100 Punkten beim DAX für bestehende Positionen auf der Short-Seite, die natürlich, wie im Vorfeld schon geraten, sehr klein und defensiv sein sollten. Und dann erst, wenn der DAX über 11.1 schließt und damit auch die 200-Tage-Linie zurückerobert, dann wäre die Basis gegeben, sich einen Switch auf die Long-Seite zu überlegen. Hier nochmal ein Blick auf Euro-Dollar. Da sehen wir, der Kurs kommt zurück, hat jetzt allerdings, was vorher ein Widerstand war, nun als Unterstützung, nämlich die Zwischentiefs von Mai und Juli im Bereich 1,0808, 1,0820 US-Dollar. Dort hat er erstmal im Tagestief gestoppt, ist wieder ein bisschen nach oben gelaufen, wie wir an dem kleinen unteren Docht sehen, aber noch ist offen, ob es gelingt, tatsächlich hier nach unten wieder durchzubrechen, was natürlich perfekt wäre für die Eurozone, oder ob er von hier aus, indem das hier nur einen Rücksetzer darstellt, nach oben federt und dann das bisherige Hoch vom Donnerstag überwindet in Richtung 1,1030, 1,11, entscheidende Hürden, weil hier die 200-Tage-Linie verläuft oder gar darüber hinaus. Und dann wäre das Thema einer erneuten Wende nach oben für DAX und Eurostoxx natürlich vom Tisch. Das behalten wir im Auge und prüfen es morgen früh in der nächsten Ausgabe des ING Markets Morning Call und der Morning Mail, rechtzeitig vor 9 Uhr für Sie auf dem Frühstückstisch. Der nächste Chartflash kommt dann
am morgigen Dienstag um 1. Bis dahin noch einen schönen Montag und machen Sie es gut.